Ilja Ivic vom FC St. Gallen. 17-0 Sieg da in Zürich im FC Altstädt. Klare Angelegenheit. Ja, ich denke, am Anfang war es sicher schwierig, bis man 1-2-3 Goal schießt. Und dann war es ein bisschen leichter. Und am Schluss ist es dann klar ausgefallen. Aber der Gastgeber hat sich gut gewehrt. Und ja, schlussendlich 7-0 und klar war es. Sind einige gesperrte, verletzte Spieler gewesen oder auf der Ersatzbank? Das war eine Chance gewesen für Spieler wie Sie, von Anfang an zu spielen. Haben Sie gedacht, Sie haben Ihre Chance genutzt? Ja, ich hoffe es natürlich. Wichtig war einfach der Sieg, dass man ein bisschen Spielpraxis hat, dass man wieder mal auf dem Feld ist. Ich denke, ja, wir haben keine grossen Fehler gemacht, kein Goal bekommen. Und ja, ich denke, es war okay gewesen. Wie ist das auf so einem Amateurplatz und so bei dieser Stimmung, ein bisschen Partystimmung rundherum, ein bisschen Musik läuft? Wie ist das so zu spielen? Ja, vom Platz ist natürlich etwas anders, wie man sich in der Super League gewohnt ist. Aber ich denke, es ist ein schöner Anlass, auch vor allem für die FC Altstädte, für die Fans und alles. Und es war wirklich schön gewesen. Mein Vater ist Schütte. Letzte Saison sind wir in Viertelfinale gekommen, gegen Winterthur ausgeschieden, dort auf der Schützenwiese. Was ist das Jahr das Ziel? Ja, ich denke, noch weiterkommen wie letztes Jahr. Also es wäre das Halbfinale, wenn, einfach so weit wie möglich, wenn möglich das Finale.